Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge bei Planet Zoo. Wir werden hier auf einer fertig vorgefertigten Map, fertig vorgefertigt, auf einer von den neuen vorgefertigten Maps einen Zoo bauen. Ich hatte mir vorgenommen, einen mit dem Theme Asia zu bauen. Wird wahrscheinlich aber nicht in das Chinesische gehen, sondern werde wohl so mein Hauptaugenmerk auf den japanischen Bereich legen. Und ja, bin jetzt hier erstmal am Überlegen gewesen, mit welchen Wegen ich gehe oder allgemein, wie breit die Wege sein sollen. Hab mich aber dann dafür entschieden, einen 10 Meter Weg zu wählen, um eventuellen eventuelle Knollenbildung der Gäste am Anfang zu vermeiden. Ja, werde jetzt hier am Anfang versuchen, erstmal eine kleine Brücke zu bauen, weil ich mir dachte, dass wir am Anfang wieder einen Fluss lang ziehen, der dann so ein bisschen Szenerie darstellen soll, oder halt um so ein bisschen Szenerie zu erzeugen, wo die Besucher dann erstmal langlaufen, bevor sie zu dem eigentlichen Eingang kommen. Hatte dann jetzt noch geplant, eine erhöhte Plaza zu bauen, beziehungsweise nur ganz leicht erhöht und dann ein Flachwassergebiet drunter zu machen, wo dann halt die Plaza, die ich dann versuche in einem Bambusweg oder die ich dann in einem Bambusweg machen möchte und dann quasi als ob die auf Stelzen da drin steht und da dann halt dann den Eingangsbereich hinter Zimmer. Aber so richtig gefallen mir diese Begebenheiten dieser Map nicht. Deswegen bin ich immer wieder so ein bisschen am Gucken und am blind vorzeichnen, wie der Weg dann verlaufen könnte. Und da bin ich mir jetzt auch komplett unsicher, wie ich dann diesen erhöhten Weg machen will. Entschließe mich nachher in diesen 0,5 Meter Wegen oder 0,5 Meter Treppen nur eine minimale Erhöhung zu machen. Wir fangen dann jetzt an. Wir springen erstmal ins Speedbuild. So, ich fange jetzt an, erstmal hier den Flusslauf zu setzen. Bevor wir den dann auch im normalen Tempo machen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu langweilig. Deswegen dann jetzt erstmal so ein bisschen wieder Flusslaufgeschichten, also doch wieder ein bisschen Terraforming, trotz vorgefertigter Map. Dachte mir, machen wir da jetzt so eine kleine Insel hin, um da dann quasi den Eingangsbereich drauf zu bauen. Setzt da erstmal eine kleine Plaza hin. Aber irgendwie gefällt mir das dann doch nicht. Von daher. Was mir allerdings sehr gut gefällt, ist der Flusslauf. Also der wird auch bleiben. Oder der bleibt jetzt auch. Und dann ziehe ich den Weg jetzt doch nochmal anders, um. Ja, und überlege mir halt auch was anderes.
habe mich jetzt halt dazu entschieden, von dieser Naturszenerie wegzugehen und wollte einen, ja, so eine alte japanische Stadt jetzt dahinsetzen, beziehungsweise einen Stadtteil, ne? Halt so einen kleinen Teil von der Stadt, wo man dann erst durchläuft. Hab mich dann dazu entschieden, dass das Edo sein soll. Also quasi Edo ist ja der frühere Name der heutigen Stadt Tokio. Und ich versuche ja auch so ein bisschen traditionellere japanische Häuser dann zu bauen. Oder ist zumindest der Plan dann für den Zoo. Dementsprechend dachte ich mir, dass wir den Zoo dann, oder dass ich den Zoo Edo Zoo nennen möchte. Und dass man dann halt quasi am Anfang durch einen kleinen Teil vom alten Edo durchläuft und dann als Eingang zu einer alten traditionell japanischen Burg kommt. Inspiration für die Burg hat mir auf jeden Fall. Wie hieß sie denn? Himeji, glaube ich, Burg Himeji gegeben. Findet man relativ einfach, wenn man bei Google auch schönste Burg Japans eingibt, dann findet man die auch relativ schnell. Ist die mit dabei? Ich glaube, die hat sogar auch mal einen Preis gewonnen, dass er diesen Titel komplett gewonnen hat. Bei irgendeinem. Aber ich möchte jetzt auch irgendwie keinen Schwachsinn erzählen. Deswegen lasse ich das jetzt mal lieber. Jedenfalls habe ich die bei Google halt gefunden. Und versuche die hier jetzt aber auch gar nicht eins zu eins nachzubauen, sondern orientiere mich so ein bisschen daran, wie die Burg gebaut wurde. Und ja, habe mich halt einfach dementsprechend nur inspirieren lassen davon. Und baue jetzt quasi aber doch meinen eigenen Turn einfach weiter. Was mich so fasziniert an diesen alten japanischen oder traditionellen Burgen, ist halt einfach, dass das komplett anders wie bei den europäischen Burgen ist, wo man quasi eine Hauptburg mit einem Burgfried und einer innenliegenden Schutzmauer hat und darum halt nochmal irgendwie Bauernhäuser oder halt für das in Anführungsstrichen Fußvolk. Sondern da ist es wirklich so, dass man einen großen Gebäudekomplex hat. Jetzt als Beispiel bei der von Himeji, die mir ja als Inspiration vorgelegen hat, da sind es irgendwie über 80. Bin jetzt gerade nicht mehr sicher, wie viel es genau waren. Auf jeden Fall über 80 verschiedene Gebäude sind da vereint in einer. Die ist irgendwie aus dem 17. Jahrhundert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und wurde irgendwie als von den Baumeistern in der Form von einem Vogel gebaut. Jetzt frage ich mich natürlich, wer im 17. Jahrhundert die Burg auch schon von oben sehen konnte. Auf jeden Fall, ja. Jedenfalls ist er auf jeden Fall. Habe ich heute eigentlich schon mal jedenfalls gesagt? Ich glaube, so ein, zwei Mal waren das jetzt schon, ja. Und jetzt sind wir natürlich auch wieder komplett aus dem Konzept. Was wollte ich jetzt blubbern? Ach so, genau. Die Bauingenieure, die hatten die Burg auf jeden Fall in der Form eines Vogels gebaut, in der Draufsicht. Und deswegen hat sie auch den Ruf oder den Namen Weißer Reiher. Also der Reiher ist ja, wie gesagt, im asiatischen Raum. Ja, heilig ist jetzt, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber ein hoch angesehenes Tier. Und die Burg, die wurde auch in weißem, feuerfestem Gips gebaut.
damit halt keine Brandstiftung oder so die Burgmauern bzw. die Burgwände in Mitleidenschaft ziehen konnten. Und ja, wie gesagt, die weißen Gipsmauern und die Form der Burg haben der Burg dann halt den Namen gegeben, ne? Wie gesagt, ich fand das Thema ziemlich interessant. Deswegen, ja, deswegen dachte ich mir, versuchen wir einfach mal irgendwie so ein bisschen was in der Richtung zu bauen. Und mit diesen Trockenmauern, das ist ja auch schon sehr traditionell, muss man sagen. Quasi der Grund, der wurde ja immer dann aus Stein gebaut und dann mit Gips weiter ausgebaut. Der Gips, der wurde dann quasi wie bei den Fachwerkhäusern eingefasst mit Holz. Und ja. Und nee, mehr kann man da jetzt auch erstmal nicht zu sagen. In dem Speedbuild diesmal geht es jetzt am Anfang wirklich erstmal darum, so ein bisschen die Burg hochzuziehen. Werde dann noch versuchen, so diese Ziegeldächer bzw. Tonziegeldächer aufzusetzen. Dass man schon mal so ein bisschen den Eindruck hat, wie die Burg im fertigen Zustand aussehen könnte. Ja, der Unterschied auf jeden Fall zwischen der echten Burg und dieser ist es, dass diese 83 Gebäude waren das, nicht hier integriert werden. Also das wird nicht ein Riesenkomplex, sondern vom Style her ist es ja auf jeden Fall die japanische Burg. Aber ich werde hier auf jeden Fall auch diesen Innenhof lassen und das Gebäude, was ich da jetzt gerade baue, das wird ein Souvenirshop. Genau. Und der soll halt dann quasi auf einem Innenhof stehen. Demnach ist das dann doch so ein bisschen gemixt. Jetzt habe ich hier überlegt, was man auf dieser Freifläche da machen kann, weil die ganzen Wege verziehen sich die ganze Zeit, wenn ich da versuche, was reinzumachen. Da hatte ich mir überlegt, dann, dass wir da einfach dann so ein Beet reinmachen. Ich meine, Blümchen gehen immer, ne? Hat man irgendwo Platz, ein bisschen Rindenmulch rein und dann ein paar Blümchen und dann ist der Tag schon gegessen, ne? Nicht gegessen, aber gerettet. Ich verwende jetzt diese Rehgipswände als feuerfesten Gips quasi. Habe aber natürlich vergessen, den am Anfang in weiß zu färben. Aber gut, das ist halt, wenn man für später noch ein bisschen arbeiten möchte, dann kann man das mal machen. Nee. Ja, im Großen und Ganzen weiß ich jetzt nicht, was ich groß noch dazu erzählen soll. Ich werde jetzt halt noch die Mauern hochziehen. Dann Dächer setzen. Im Nachhinein kommen noch für die Mitarbeiter ein Mitarbeitergebäude, also einen Aufenthaltsraum und eine kleine Futterküche für die beiden Vivarien, die im Innenhof sind. Mehr kann ich jetzt ja, zu dem Video eigentlich gar nicht mehr erzählen. Mir fällt auch sonst nichts mehr ein. Demnach wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Gucken. Ich hoffe, der ein oder andere interessiert sich dafür und wird das noch bis zum Ende
anschauen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns alle im nächsten Video. Bis dahin, ciao.